Und jetzt gehen wir hier in dieses wundervolle, wundervolle Thumbnail rein. Gänsehaut. Shi-Agu. Ich könnte schwören, Gänse schreibt man anders. So, wir sind natürlich auch wieder mit meinem Punktesystem unterwegs. Ja? Für alles, was mir gefällt, gebe ich einen Punkt. Für alles, was mir nicht gefällt, ziehe ich einen Punkt ab. Wenn mir was super gut gefällt, gebe ich auch gerne mal 2 Punkte. Ich muss es einfach der Vollständigkeit halber erzählen. Ich gebe auch gerne mal 3 Punkte. Manchmal sehr selten. Also ich gebe 3 Punkte rein theoretisch. Da muss mich aber wirklich hier was wirklich aus dem Leben treten. Mit beiden Hufen voran. Aber es ist möglich. Sehr selten. Aber wenn es da mal vorkommt, diese Momente sind sehr, sehr besonders. Wie mein Leben. Shi-Agu ist für mich einer von den Leuten, die nicht meine Musik machen, aber die ich trotzdem interessant finde, weil sie für mich so einen eigenen Grind und so einen eigenen Trip haben, um irgendwie so was Eigenes machen. Also sie sind für mich irgendwie individuell, haben so was Eigenes und haben auch so, ich will nicht sagen, was ins Leben gerufen, weil so special ist der Style dann auch nicht, aber Shi-Agu ist auf jeden Fall Shi-Agu. So, das ist nichts irgendwie so, was schon tausendmal tot gehört ist. Zumindest in meiner Welt. Und ja, jetzt gehen wir rein. Hat man ihn eigentlich jemals ohne Brille gesehen? Die Brille aus! Ja. Fahre Deutsche Bahn nach Wien, weil ich da halt spiele. Ich sitze in der 2. Klasse wie damals mit 7. Hey, Junge. Weißt du, was ich auch cool bei ihm finde? Der hat auch teilweise in seinen Lyrics, ne? Eigentlich erwartet man das gar nicht bei dieser Art Musik, aber er hat hin und wieder wirklich so kleine Wortspielereien drin, was mir gefällt. Das hat er auch beim letzten Mal irgendwie so, auch wenn ich den gar nicht so gefeiert habe, aber da waren auch schon so 2, 3 Wortspiele drin. Bei dem letzten Song, der eine, den ich jetzt wiedergeben kann, das eine Wortspiel, war irgendwie dieses Narzissmus. Bin ich abends feiern, ja, dann Narzissmus oder irgendwie sowas. Und das finde ich cool, ich mag den Flow hier in dem Fall. Ich bin unterwegs nach da, weil ich da heute spiele. Ich sitze in der 2. Klasse, wie damals mit 7. Das ist, da gebe ich einen Punkt für. Ich sitze in der 2. Klasse, wie damals mit 7. Das ist irgendwie todeslustig, weil es mega plump kommt, Digga. Videos auf der Stage, Crowd kennt all die Lieder. Trinke kein Moe, ich mag den Sekt von Aldi lieber. Ey, sympathisch. Geil. Ich trinke kein Moe, ich find den Sekt von Aldi, trinke den Sekt von Aldi lieber. Find ich gut. Wie viel Geld auf meinem Konto ist und ich Spekulatius-Kekse auf dem Sommer ist. Ich mag das. Ich mag das, Digga. Das hat so diese Art und Weise, das hat so was völlig Leichtfüßiges und das ist so eine gesunde Form von Ignoranz irgendwie. Das ist so eine Ignoranz, die irgendwie cool ist so. Dieses KP, wie viel Geld auf meinem Konto ist, hol mir Spekulatius-Kekse, obwohl Sommer ist. Gibt es Spekulatius-Kekse eigentlich im Sommer? Dann frage ich mich hier gerade mal, warum habe ich hier eine Tonne vor mir liegen? Spekulatius ist geil, gibt's echt? Gibt's immer. Domino-Steine, weil die Bombe sind. Nee, Alter, Domino-Steine sind wirklich nicht Bombe. Sind es Domino-Steine, sind es die mit Pfefferminz drin? Ja, mit Marzipan, oh nee, die mag ich gar nicht. Mit Orangen. Digga. Sorry, da ziehe ich 4 Punkte ab. Spaß, ich ziehe natürlich keinen Punkt ab, aber. Boah, nee, das ist gar nicht so. So Marzipan, Orangengelee oder so After Eight mit Pfeffer mit drin, das ist wirklich so gar nicht. Ich hasse auch Schokolade, dieser Alkohol-Scheiß habe ich jetzt auch zum Geburtstag was geschenkt bekommen. Bro, muss nicht sein. Auf meinem iPod läuft, wo bist du mein Sonnenlicht? Alter! Ey, das kennt ihr doch, die meisten kennen das gar nicht, oder? Es gibt einen Punkt. Ich hol mir Dominosteine, weil die Bombe sind, auf meinem. Mit Dominosteine, weil die Bombe sind, auf meinem iPod läuft. Das ist auch cool, auf meinem iPod. So, doch was, ist ja. iPod ist ja schon euer Oldschool, oder? Das kennt doch die meisten nicht so. Also, viele kennen es bestimmt, aber es gibt 100 pro welche, die es gar nicht kennen. Auf meinem iPod, ich find's geil, dass der iPod sagt, weil heutzutage ist es ja nicht mehr so ein gängiges Audiomedium oder man hört halt einfach über Handy heute alles. Auf meinem iPod läuft Wo bist du mein Sonnenlicht, Dicke? Und das war damals, da war, ich weiß nicht, wie alt ich da war, das war der einzige Hit jemals von denen so. Der war halt, aber es war auch einfach nur ein Hit, weil das Lied einfach so cringe, über Overload scheiße war. Auf meinem iPod läuft Wo bist du mein Sonnenlicht, Dicke?
jetzt alle, die's fühlen, komm. Baby, du bist die, von der ich immer geträumt hab. Deine Lippen schmecken wie Eis im mitzigen Sonntag. Hör gut zu, weil ich dir sag, dass du die Welt für mich bist. Und wenn du nicht mehr hier bist, dann hält mich in nichts. Ich sag euch Bescheid, wenn kein Flowfehler kommt, okay? Es war Liebe auf den ersten Blick. Alle, Digga. Dein Respekt ist für mich so groß, unersetzlich. Einmal die Hook müssen wir mitnehmen. Wie die Sportalle siehst du nicht. Oh Mann, hast du falsch geglaubt, denn Girl, ich liebe dich. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Okay, Gänsehaut am Sack, es reicht. Aber die Zeile ist geil. Hab ich da gerade einen Punkt für gegeben? Könnt ihr mir das sagen? Ich habe jetzt 3 Punkte hier. Hab ich dafür gerade einen Punkt gegeben? Finden Sie immer noch Killer. Noch ein Punkt. Ich glaube, ich habe noch keinen. Ich gebe jetzt da einen Punkt für, auf jeden Fall. Also, weil das war eine coole Zeile. Ich finde die auch sympathisch. Ich finde, er ist wirklich so down to earth einfach so. Auch wie er so rappt, dieses kein Plan, wie viel auf meinem Konto ist. Ich habe ein iPod, da läuft, wo bist du mein Sonnenlicht? Ich mag kein Dom Perignon oder was für ein Sekt, der da Champagner, sondern ich trinke lieber Aldi Sekt und so, finde ich geil. Wo bist du mein Sonnenlicht? Und ich denke fast nicht mehr an dich. Stell dir vor, hier 12 Stunden TikTok scrollen. Verstehe ich nicht. Sonnenlicht. Und ich denke fast nicht mehr an dich. Bei mir hat mich sehr vermisst. Er geht wirklich mit so, der ist richtig krass, auch mit welcher Badehose, der krass. Er ist auf jeden Fall auch so ein bisschen auf dem Oldschool-Trip hängen geblieben, Digga. Und ich wünsch mir gute Besserung, ja. Ich vergesse, gesse uns, ja. Und ich mach mein Handy aus. Ja, das ist für mich zu weit weg, das get ich noch nicht so, ne, aber ich, die eine Zeile fühle ich ganz gut, aber das ist für mich jetzt gerade wieder noch zu dumm. Gänsehaut, 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 Kinder taggen Agu auf die U-Bahn-Fenster rauf. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Das ist ganz, okay. Kinder taggen Agu auf die U-Bahn-Fenster rauf, das ist auch nice geflowt. Kinder taggen Agu auf die U-Bahn-Fenster rauf. Kinder taggen Agu auf die U-Bahn-Fenster rauf. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Hook ist aber nicht meins wie Wiesbaden, fühle ich leider nicht. Aber es ist auch nicht so, dass ich dafür einen Punkt abziehe, weil es ist ja nicht Offbeat und so scheiße. Chill vercrackt im Studio, kein Plan, ob ich noch rap. Ich weiß nur, ich hab gestern den ganzen Tag gesasht. Dann schick mal. Ich hab keinen Plan, ob ich noch rap. Sheesh. Wild. Eine neue Maus, eine saure SMS. Unsere Verabredung wie Punisher, weil ich hab sie vercheckt. Ups, bin auf Unsere Verabredung wie Punisher, denn ich habe sie vercheckt, Punisher, also das war doch die Serie, ne? Und warum, was war damit vercheckt? Unsere Nachricht wie Punisher, denn ich habe sie... Ach, Punisher sind Pillen, ach so, krass, dass ich das nicht mehr weiß. Krass, Mieze, warum weißt du das? Ich kenne nur grüne Hexagramme, rote Jungfrauen und die ganze Scheiße. Punisher, Dinge. Wir wissen ganz schön viele hier im Chat, sag mal, schämt ihr euch nicht? Hier, sag mal, seid ihr alle truff oder was? Sind wir Punisher, unsere Verabredung wie Punisher, denn ich hab sie vercheckt, das ist ein Punkt, ja. Drogendealer. Spinnen auf der Loki. Sie packt mich in ihre Story, ihre Girls schicken einen schwitzenden Emoji. Das ist lustig. Sie packt mich in ihre Story, ihre Girls schicken einen schwitzenden Emoji, finde ich gut. Das ist schön arrogant. Das ist nice. Stehe im Rampenlicht. Mark Forster will ein Feature, doch grad passt es nicht. Sorry. Lass doch mal den Mark Forster in Ruhe. Das ist aber eine lustige Zeile. Auch mit vorgezogenem Reim. Dache Tacheles. Mark Forster will ein Feature, doch grad passt es nicht. Im Rampenlicht. Mark Forster will ein Feature, doch grad passt es nicht. Sorry. Was machen die da? Wenn Mama und Papa rangeln. Ist nicht mehr an dich, wirklich. Bin wieder bei mir, hab mich sehr vermisst. Gute Besserung, gute. Ich vergesse, gesse uns. Jetzt finde ich irgendwie komisch, gesse. Das ist mir dann zu weit weg irgendwie. Das ist so, das ist für mich noch. Vielleicht bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich es auch gette und sage, ey, nice, aber das ist für mich komplett random. Es ist so random, dass es fast schon dumm ist irgendwie. Und ich mach mein Handy aus. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Ich brauche nicht.
Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Geh wieder mit einem breiten Lächeln raus. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Jetzt kommt die beste Stelle für mich in der Hook. Kinder taggen Agu auf die U-Bahn-Fenster rauf. Das ist auch geil mit dem Beat. Kinder taggen, so. Budu, 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 budu. Kinder taggen Agu auf die U-Bahn-Fenster. Das ballert halt so. Gänsehaut, Gänsehaut. Sommer übergeil, du wolltest mich testen. Fukushi, das sind kein Verbrechen. Da 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 da. Das ist so fast so ein alter West Coast Flow, Digga. Nike Jogger, Kopf ist fast Kollaps. Mein Handy aus, ich kann grad nicht chatten. Fukushi, lass den. Johannes B. Kerne. Okay, ja, also dafür, dass es so gar nicht mein Film ist, hat er eigentlich ganz gut abgesahnt wie motivierte Konditoren. Und zwar, wie viel sind das? 7. Sieben.